Hallo, ja, willkommen in meinem heutigen Beitrag. Heute geht es um die Gated Communities hier in den USA. Hinter mir seht ihr Harbor Lakes, das ist eine Gated Community und dazu erzähle ich jetzt heute euch was. Ja, im Groben übersetzt bedeutet das nichts anderes als in einer geschlossenen Wohngemeinschaft zu wohnen oder auch Gemeinde wird es oft genannt, mit entweder individuellen Häusern oder auch Eigentumswohnungen. Wie ihr sehen könnt, gibt es natürlich auch sehr laute Autos, die vorbeifahren. Ich bin hier zu Harbor Lakes für euch gefahren, um das aufzunehmen. Und wie ihr seht, das ist also eine Live-Community, da kommen Leute, gehen Leute. Deshalb entschuldigt bitte die Geräusche im Hintergrund. Ja, egal jetzt, ob in einer Gated Community eine Schranke ist oder ein Sicherheitspersonal in so einem Häuschen vorne sitzt oder beides in der Kombination. Im Endeffekt ist es dasselbe. Man kann also nur einfahren oder reinlaufen, man hat also nur Zutritt, wenn man in dieser Gemeinschaft oder Wohngemeinschaft, in dieser Gemeinde ansässig ist. Ansonsten hat man keinen Zugang. Ja, also diese Wohneinheiten ziehen meist Hauskäufer an, die eine gewisse Exklusivität oder auch mehr Sicherheit suchen. Da geht es oft sehr nachbarschaftlich zu und man hilft sich auch gerne gegenseitig. Vorteile bei diesem Lebensstil sind unter anderem die Privatsphäre, erhöhte Sicherheit, höhere Immobilienwerte, aber auch weniger Verkehr. Abgesehen vom eingeschränkten Zugang sind diese Nachbarschaften in der Regel von Mauern oder Zäunen umgeben. Aber auch eine üppige Vegetation ist nicht unüblich. Das erschwert das Ganze, von außen in diese Nachbarschaft hineinzuschauen. Wie ihr hier hinter mir sehen könnt, bei Harbor Lakes, die haben auch einen Zaun, aber da kann man also von außen relativ weit reinschauen. Und da ist der Zugang also mit einem Code. Ja. Oft findet man, dass in Wohngemeinschaften die Sicherheitsmaßnahmen noch aufgestockt wurden, mit Videoüberwachung oder auch regelmäßigen Patrouillen durch Sicherheitspersonal. Das vermindert natürlich das Risiko von Einbrüchen oder von Diebstahl ungemein. Außerdem wird auch gerne Protokoll geführt, wer und wann welche Gäste und Besucher Zugang gewährt wird. Ja, was viele nicht wissen, alle Wohngemeinschaften dieser Art fallen in den USA unter die sogenannte HOA, die Homeowners Association, aber dazu mehr in meinem nächsten Video. Leben in so einer Wohngemeinschaft hat allerdings auch seine Nachteile. Ja, dies sind unter anderem höhere Immobilienpreise, aber auch extra Kosten durch einen eventuellen Einstiegspreis in diese Wohngemeinschaft und die monatlichen Gebühren, die durch die HOA anfallen. Das erkläre ich euch aber, wie gesagt, mit der HOA im nächsten Video. Man kann sich aber auch ziemlich leicht dort isoliert fühlen, da die Wohngemeinschaften oft außerhalb gebaut werden. So richtig kompliziert wird es, wenn ihr Besuch empfangen wollt. Denn jeder Besucher muss angemeldet werden. Dieser Besuch erhält dann einen Pass für den vorher gemeldeten Zeitraum. Man kann natürlich auch, wenn man ganz viel Zeit hat und nicht so oft Besuch bekommt, diesen auch persönlich an der Pforte abholen. Was viele nicht bedenken, was auch unter Besuch fällt, sind zum Beispiel der Techniker, der in eurem Haus vielleicht was reparieren möchte, euer Lieblings-Pizzalieferdienst oder auch der Amazon-Fahrer, der euch ein Päckchen bringen möchte. Ja, also eigentlich jeder, der zu euch möchte, aber selbst nicht in der Wohngemeinschaft ansässig ist. Was ganz wichtig ist, was oft gar nicht bedacht wird, ist, dass im Notfall die Polizei, die Feuerwehr oder auch der Krankenwagen länger brauchen wird, um euch zu erreichen.
Für diesen Fall solltet ihr euch mit dem Protokoll vertraut machen, bevor der Notfall eintrifft. Jede Wohngemeinschaft handhabt dies unterschiedlich. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Um selbst in die Wohngemeinschaft zu kommen, egal jetzt ob per Fuß oder im Auto, bekommt man also einen Vorschlüssel oder einen Code, der einem Eingang verschafft, wenn das Sicherheitspersonal nicht da sein sollte, die am reinlassen. Oder wie gesagt, manche Gated Communities haben kein Sicherheitspersonal, da geht es also nur mit Vorschlüssel und Code. Den sollte man dann also immer griffbereit haben. Bevor man sich entscheidet, hier ein Haus zu kaufen, sollte man über die Vor- und Nachteile sich klar sein. Man muss sich vorab schlau machen über die Regeln, ob man das möchte, in so einer Gemeinschaft zu leben. Es bringt, wie gesagt, Vor- und Nachteile mit sich. Und da muss man also wirklich sicher sein, bevor man das Geld investiert, um ein Haus zu kaufen, ob man das auch möchte. Aber im Endeffekt muss das jeder für sich selber entscheiden. Ja, ich hoffe, euch hat mein Videobeitrag heute gefallen. Schaut im nächsten Video vorbei, da erkläre ich euch die HOA, die Homeowner Association. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, ich freue mich über ein Like. Und wenn ihr noch nicht den Kanal abonniert habt, macht es doch, dann seid ihr immer auf dem Laufenden. Vielen Dank fürs Zuschauen, eure Petra.